So, das hier kommt dann alles weg. Und dann mal hier so ein bisschen Holz mitgenommen. So, also mit den Mangroven ist gar nicht so einfach. Weil es ist hier ja alles so verwinkelt und so viel Gestrüpp und so, ist gar nicht so leicht, das wegzuräumen. Schon ein bisschen nervig eigentlich. So, Wurzeln werden auch mal hier abgerissen. So, dann mal gucken, dann... Ja, kann ich hier nochmal so ein bisschen durchsemmeln. Muss ich mir hier ein bisschen freiräumen. So, das kommt weg, das kommt weg. Und das kommt auch mal hier eben weg. Ja, da müsste ich halt noch so ein bisschen hier anbauen. So, 1, 2, 3, 4 gehe ich mal nach außen. Okay, scheint doch so, als müsste ich hier ein bisschen mehr terraformen beim Weg. Das war jetzt auch nicht geplant. So, und dann kommt hier eine weitere Ebene Kies. Moment mal, das ist doch falsch hier. Was mache ich denn hier? Dann geht es ja hier weiter nach unten eigentlich. Dann muss ich das ja wegräumen. So, das hier kommt dann mal weg. Und dann geht es einfach hier so weiter. Dann kommt hier die weitere Ebene hin. So, 1, 2, 3 und dann 4. Und das räumen wir dann erstmal hier weg. So, hier ein bisschen Erde und dann noch hier so ein bisschen Erde. So. Und dann sind wir auch hoffentlich mal gleich fertig. So, hier kann ich mal so ein bisschen ausleuchten. Ist ja ziemlich dunkel hier. Ja, das könnte ein bisschen komplizierter werden, hier einen Weg durch den Sumpf durchzubauen, weil da müssen wir so viel wegreißen dafür einfach. Und das könnte schon so ein bisschen anstrengend werden auf Dauer. Und mit den Lianen ist auch ein bisschen ätzend hier. So, man kann hier auch so schlecht stehen, weil hier überall Wasser ist. So, das reiße ich mal eben weg hier. Hallo, würde ich mal hier wegreißen. Oder ich gehe mal nach oben einfach, dann ist das hier ein bisschen leichter. Und die wachsen hier immer so schnell nach. So, aber das ist mal hier alles weggerissen. So, hier 1, 2, 3, 4 geht es ja auch mal nach außen. So, und dann hier nochmal so ein bisschen Kies rauf. Okay, das kann doch ein bisschen anstrengender werden hier mit dem Weg. Oder ich hätte einfach hier früher nach unten gehen sollen, aber jetzt habe ich ja schon angefangen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt das Ganze wieder abreißen möchte. So, aber hier muss mal abgerissen werden. So, und dann kann ich unten wieder so ein bisschen was anbauen. So, und dann ist hier einfach die weitere Ebene. So, hier 1, 2, 3 und dann 4. So, und das ganze Gestrüpp, das braucht man dann ja auch nicht. So, ich bin gerade ein bisschen stiller, habe ich schon gemerkt, aber... Ja, ich konzentriere mich auch gerade hier auf das Bauen, weil das ist hier immer... Ja, ist hier alles so verwinkelt. Da muss man nachdenken, wie macht man das jetzt... So, also Mangrovensumpf ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer als Dschungel. Also von dem ganzen Gestrüpp und so. Also hier im Mangrovensumpf eine Basis zu bauen, das stelle ich mir auch total schwer vor. Weil da muss man ja übelst viel wegräumen dafür. So, dann hier noch eine weitere Ebene. Genau, ein bisschen Erde haben wir auch noch. Aber gleich sind wir schon auf dem Grundlevel hier. Und dann wird der Weg hier einfach nur weiter gerade langlaufen. So, dann kann ich hier wieder die Ebene machen. So, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, dann noch hier so ein bisschen. Das kommt dann mal wieder weg. So, und hier geht es dann noch ein nach außen. So, ja, ich würde sagen, wir essen erstmal so ein paar Ofenkartoffeln zwischendurch.
der kleine Snack zwischendurch hier. So, denn hier die Ofenkartoffel ist der Kraftriegel des mittelmäßigen Minecraft-Spielers. So, die kann man nicht immer hier schön reindrücken. So. So, dann kann man hier noch so ein bisschen was anbauen. So, dann wird es ja hier noch weiter nach unten gehen und das kommt man dann auf diesem Level belassen mit dem Weg. Ja, die ganzen Bäume hier, die muss ich dann leider wegräumen, das geht dann nicht anders. Das wird auch noch so ein bisschen Arbeit werden mit denen. So, hier dann noch so ein bisschen weiter gebaut, hier noch ein bisschen weiter gebaut. Und dann brauche ich nochmal ein bisschen Kies. Das wächst hier immer so schnell nach, die ganzen Lianen. Genau, aber auf dem Level würde ich dann hier bleiben mit dem Weg. Das da oben muss ich mal ganz dringend wegräumen, weil die ganzen Lianen wachsen runter, das geht gar nicht. Da muss ich hier mal dem Ganzen so ein bisschen Einhalt gebieten. So, und das muss auch mal ganz dringend weggeräumt werden. Das hier alles. So, habe ich noch ein bisschen Erde zum Hochbauen. Genau, ein bisschen Erde haben wir auch noch. So, das muss auch mal ganz dringend hier weg alles. So, die Hacke macht das ja auch nicht mehr allzu lange mit. Okay, dann baue ich mich erstmal hier nach oben und dann räumen wir das eben mal weg. So können wir auch so ein bisschen Mangrovenholz sammeln. Weil das brauchen wir ja sowieso später noch. So, hier ein bisschen Holz, hier noch ein bisschen Holz. Okay, da komme ich jetzt nicht ran. Dann baue ich mich eben hier nach oben und das wird dann nochmal mitgenommen. So, aber jetzt geht es hoffentlich mal ein bisschen schneller hier. So, nehmen wir einfach die Hacke einfach mal brachial hier durchrasiert. So, das hier kommt auch eben weg. Und das hier kommt mal eben weg. So, und da kann ich nochmal das Holz rausschlagen. Okay, dann wird es ja langsam mal wieder Nacht. So, dann würde ich auch mal schlafen gehen. So, dann mal gucken. Genau, das sieht dann halt so aus. Ja, könnte schon ein bisschen komplizierter werden mit dem Weg hier. Da muss ich mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Könnte schon ein bisschen schwierig werden. Und hier mit den Lianen ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Da müsste ich eigentlich da oben alles wegräumen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Dann räume ich das mal eben hier weg. Damit es hier nicht nach unten wächst. Genau, und da habe ich noch ein bisschen Holz vergessen. Das holen wir auch mal eben raus. So, hier ein bisschen Holz, hier ein bisschen Holz und hier noch so ein bisschen Holz. So, und das hier kommt natürlich auch alles weg. Das wird alles eben mal hier weggeräumt. So, und da oben haben wir auch wieder Holz vergessen. So, das kann ich auch mal mitnehmen. So, und dann stört das jetzt hoffentlich nicht mehr. So, die Lianen, die müsste ich mal hier wegräumen, da oben. So, dann noch so ein bisschen hochgebaut und dann räumen wir auch mal hier den ganzen Rest weg. Das ist hier schon ein großes Unterfangen hier, das alles sauber zu machen hier. Weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auf Dauer machen möchte. Ja gut, aber der sieht dann halt so aus, der Weg fürs Erste. Ja, da wird man halt hier in den Sumpf reinkommen. Also warum man da rein möchte, weiß ich jetzt nicht. Genau, aber das sieht dann halt so aus. Kann er nochmal hier an der Seite so ein bisschen Erde anbringen. So ein bisschen Terraform kann man da noch. Und hier kann man auch nochmal so ein bisschen zubauen. So, hier noch ein bisschen, hier noch so ein bisschen und hier noch so ein bisschen. So,
Dann sind wir auch mal hoffentlich gleich damit fertig. Also das ist auf Dauer schon so ein bisschen ermüdend, hier immer der ganze Wegbau. Also irgendwann schaltet man da mental auch mal so ein bisschen ab. So, dann hier noch so ein bisschen, hier noch so ein bisschen, dann hier noch so ein bisschen Erde angebracht. So, aber dann haben wir fürs Erste schon so einiges erreicht, würde ich sagen. So, ja, und den ganzen Rest können wir auch in Zukunft noch machen, irgendwann. Müssen wir mal gucken. Genau, aber der Garten, der sieht ja schon, so ein bisschen stattlich aus. Ich denke, so kann man das schon machen mit dem Garten. Aber ich muss auch mal so ein bisschen Zeug wieder ablegen. So, ich glaube, das Fundament würde ich vielleicht so ein bisschen anders machen, hier vom Baum. So, ich gehe mal erstmal hier rein, hier in die gute Stube, und dann würde ich mal so ein bisschen Zeug hier ablegen. So ein paar Pflanzenteile zum Beispiel. Brauche ich jetzt gerade nicht. Bisschen Erde kann man auch mal hier ablegen. So, dann kommt hier mal die ganze Erde rein. So, Mangrobenwurzeln packe ich mal hier rein. Was kann ich hier noch hier ablegen? Vielleicht ein bisschen Bruchstein noch. Das ist ein Koppel hier. Genau, da haben wir Koppel und das kommt einfach mal hier rein. Vielleicht probiere ich das mal so mit Steinziegeln. Wir haben jetzt 8 Steinziegel. Ist natürlich jetzt nicht so toll, aber wir haben doch noch Cleanstone. Ja, dann mache ich mir halt noch so ein paar Steinziegel. So, ist ja auch mal hier schnell gemacht. Und dann haben wir auch so einen kleinen Vorrat. Ja, und dann probiere ich mal, wie es aussieht, wenn das Fundament dann aus Steinziegeln besteht. Würde ich ihn halt so machen, wie wir das bei der Allee auch gemacht haben. So, ein bisschen abgeschaufelt. Und dann macht man das hier einfach so mit Ziegeln. Und vielleicht nehme ich dann auch nochmal so die Gitter dazu. Dann müsste ich aber gucken, ob ich noch ein paar hier Gitter am Start habe. So, erstmal wieder rein und haben wir jetzt zufällig noch ein paar Gitter. Genau, ein paar Gitter haben wir auch noch. Und die würde ich dann auch mal da anbringen. So, dann kann man noch so ein Schild anbringen. Hans-Jürgen Gedenkbaum oder sowas. So, dann hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Genau, und da haben wir hier so ein schönes Gitter. Vielleicht kann man hier noch so ein paar Fackeln anbringen. Dann wäre hier die ganze Umgebung auch noch so ein bisschen erleuchtet. Ich meine, sieht vielleicht auch mal ganz schön aus. Obwohl mit den ganzen Fackeln ist vielleicht ein bisschen too much, aber... Ja, ich glaube, hier an der Seite würde ich mal wieder abreißen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Und hier an der Seite... Da konnte ich ja auch alles flach machen eigentlich. Das wird sich ja schon so ein bisschen anbieten. Dann haben wir hier noch mehr Flachland. Können wir ja auch ganz gut gebrauchen. Und da haben wir schon ein recht stattliches Gebiet hier begradigt. Denn das war ja früher hier nicht flach. Das haben wir ja alles in, in penibler Handarbeit gemacht. Aber man sieht schon, es lohnt sich langsam. Also Arbeit lohnt sich natürlich auch hier. Und da habe ich natürlich auch Kohle gesehen. Alter, was ist denn das hier? Viel Kohle. Das ist ja schon mal nice. So, Montana Black würde ich sagen, schmeckt, Digga. Aber nein, ich glaube, das würde eher bei Diamanten sagen. Bei Kohle glaube ich eher weniger. So, hier noch so ein bisschen Erde abgeschaufelt. So, den Stein da hinten müsste ich auch mal so ein bisschen wegräumen. Weil wir wollen ja hier alles ordentlich machen, also unfertige Sachen, das machen wir natürlich nicht. Das ist ja mal klar. So, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. So, und ja, da würde ich auch mal so langsam zum Ende der Aufnahme kommen. So einiges haben wir ja geschafft.
Genau, und dann würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge. Man sieht sich. Auf Wiedersehen. Ciao und tschüss.